So, Ankunft auf der Edelweißspitze. Ja, herrliches Bergpanorama. Schöne Belohnung für die Quälerei und die vielen Autos, die man tatsächlich leider unterwegs hat. Also ist nicht ganz so schön. Aber das belohnt natürlich, einfach diesen Anblick hier zu haben. Irgendwo hinter diesen Bergen da hinten muss die Großglockner Hochalpenstraße sein. Da fahre ich heute hin. So, Rad ist jetzt fertig gepackt. Ja, wie immer im Urlaub, das Open Upper dabei. Heute mit Rennradlaufenradsatz. Ich habe wie immer auch einen zweiten Laufradsatz dabei, einen 650B Laufradsatz. Den nehme ich für Ausflüge mit der Familie oder eben um Gravel zu fahren. Ja, da es vielleicht doch 7-8 Stunden werden, habe ich hier nochmal Ersatzmaltodextrin drin, also Getränkepulver, Essen, Riegel, ein bisschen Werkzeug. Oben am Oberrohr fest verschraubt, die Cervelo Top Tube Bag. Ja, ist von Aspiro eigentlich. Gibt es bei uns im Shop, leider momentan nicht lieferbar. Könnt ihr euch vormerken. Ja, hier habe ich noch ein bisschen Werkzeug drin. Ich finde schön, dass sie schön dünn ist, weil damit meine Knie da nicht gegenstoßen. Tatsächlich ist es hier unten mir egal, wenn das ein bisschen dicker ist. Da komme ich dran vorbei. Aber irgendwie, wenn das Knie nach oben geht, wenn mir die Tasche, ist mir meistens hier oben zu dick. Deswegen habe ich hier lieber irgendwas Schmales. Zwei große Elite Fly 950 Milliliter Flaschen mit Maltodextrin. Zwei Esslöffel mache ich da, gehäufte Esslöffel mache ich da rein, ein bisschen Salz und Wasser. Ja, mein Rennradlaufradsatz ist normalerweise ein Schlauchreifenlaufradsatz. Ich möchte jetzt aber wirklich mal testen, wie das ist hier mit 28 mm ja, Zip 404 Firecrest. Das sind unsere Felgen aus dem Video. Einfach mal gucken, wie das ist, mit Tubeless hier in den Alpen unterwegs zu sein. Garmin Varia Radar darf natürlich nicht fehlen. Erstmal, damit ich ein Rücklicht habe, und zweitens erwarte ich viel Verkehr heute am Glockner. Vorne habe ich den Bolt. Hier seht ihr übrigens schon den grünen Streifen, der dann zeigt, ob ein Auto von hinten kommt oder nicht. Beim Sattel bin ich auch was ganz Besonderes am Testen. Und zwar ist das der Evurve-Sattel und den fährt man ohne Sitzpolster. Ich habe auch hier die passende Hose dazu, die extra für den Sattel gemacht ist. Bisher Fahrten bis 3-3,5 Stunden waren alle kein Problem. Mal gucken, was passiert, wenn man ein bisschen länger damit fährt oder wenn man auch mal im Gelände damit fährt. Ja, als Pedale fahre ich die super leichten Speedplay Nano von Wahoo. Ja, bevor Wahoo Speedplay übernommen hat, waren die Nano eigentlich immer nur für ein Rennen gedacht. Das heißt, mehr als ein Rennen durfte und konnte man damit nicht fahren. Mittlerweile sind die, zumindest für Fahrer unter 82 Kilo, liege ich knapp drunter, komplett zugelassen. Also auch das ein kleiner Test, die jetzt mal am Berg zu testen. Hier auch mal dieser Walkable Cleat, mit dem kann man wirklich sehr, sehr gut gehen. Das ist so ein ganz weiches Gummi. Und der Cleat selber, der Anschluss selber, ist trotzdem geschützt. Ist nicht ganz einfach zu installieren, aber wenn man es einmal hat, funktioniert es ganz gut. Und man hat einen beidseitigen Einstieg. Hier seht ihr das nochmal, egal wie die Pedale steht, man kann hier einklicken. Dann düse ich jetzt mal los. Ja, jetzt noch ist hier alles ein bisschen bedeckt. Die Wolken stehen tief. Ich hoffe, das lockert sich im Laufe des Tages auf. Zumindest ist die Wettervorhersage ganz gut und soll auch den ganzen Tag trocken bleiben. Das ist hier am Glockner nämlich auch immer so eine Sache. Oft kommt mittags, nachmittags Gewitter. Ich hoffe, dass ich trocken durchkomme. Habe aber auch noch eine Regenjacke dabei im Notfall. Auf geht's, jetzt mal los. So, noch befinde ich mich auf 860 Meter über Normalnull. Es geht hoch auf über 2000.
Hier ist jetzt auch ungefähr der Startpunkt. Gleich geht es durch die Mautstation. Ja, wahrscheinlich. Ich versuche mal durchzufahren. Mal gucken, ob ich mich zwischendurch noch mal melde. Ansonsten melde ich mich spätestens oben auf der Edelweißspitze. So, Ankunft auf der Edelweißspitze. Ja, herrliches Bergpanorama. Schöne Belohnung für die Quälerei und die vielen Autos, die man tatsächlich leider unterwegs hat. Also ist nicht ganz so schön. Aber das belohnt natürlich, einfach diesen Anblick hier zu haben. Ansonsten hier nochmal zum Genießen das schöne Bergpanorama. Und dann düse ich jetzt mal runter, weil hier oben ist es auch ganz schön kalt. Und wenn ich das richtig in Erinnerung habe, geht es jetzt gleich bergab und dann wieder bergauf, um irgendwie ja, Richtung Großlockner da hinten auch zu dem Gletscher zu kommen. Looking on the city lights, flashing bright in my eyes. Look up to the sky and I got this relief inside. And there's no need to hide. I'm going all the way up. I'm going all the way up. So, ich bin jetzt hier am Hochtor angekommen und muss jetzt roundabout 7 Kilometer bergab fahren. Hier geht die Serpentin runter. Ja, und wenn ich dann unten angekommen bin, geht es rechts ab Richtung Glockner.
wohl noch mal 7 oder 8 Kilometer berghoch. Gucken wir mal, ich bin ganz gespannt, wird jetzt noch mal ein hartes Ding. Aber jetzt erstmal eine schöne Abfahrt. Ja, das war eine schöne Abfahrt runter von 2500 Meter jetzt auf 1870 Meter. Und hier ist es auch immer richtig warm. Krass, da oben, dass diese 500 Meter so einen Unterschied machen. Und ja, gut, dass ich meine Flasche nochmal aufgefüllt habe da oben. Das wäre ja sonst jetzt schief gegangen. Glück gehabt und noch schön viel getrunken vorher. Also weiter geht's. Das wird jetzt echt zäh hier. Also ich merke langsam die Hitze, Höhenluft. Aber ich glaube, da oben ist das Ziel. Also da geht's hoch und dann bin ich hoffentlich bei der Kaiser Franz Josef Höhe, heißt es, glaube ich. Und ja, wird zäh langsam. Die Autos werden hier zurückgehalten, weil da oben irgendwie alles voll ist. Die müssen jetzt irgendwie 15 Minuten hier warten und werden nur stückweise hochgelassen. So, angekommen am Großglockner. Ein bisschen Gletscher ist noch da. Da ist er selten ohne Wolken zu sehen. Und ja, normalerweise der Gletscher ging früher in meiner Kindheit, ging das, glaube ich, bis hier runter. Krass, alles weggeschmolzen. Da oben eigentlich nur noch so ein klitzekleiner Rest. Und der wird, glaube ich, auch nur noch ein paar Jahre halten. So, dann mache ich jetzt eine kleine Mini-Pause. Ziehe mir wahrscheinlich gleich die Jacke an oder ich versuche es vielleicht auch ohne Jacke. Naja, mal gucken, mit dem Fahrtwindjacke ist wahrscheinlich besser. Weil ich habe ja irgendwie noch so 800 Höhenmeter vor mir. Aktuell 2577 Höhenmeter, 63 Kilometer gefahren. Aber nach Heiligenblut werde ich jetzt nicht mehr runterfahren, sonst wird das alles zu lange. Die Familie wartet dann wahrscheinlich auch schon. Sowieso alles ein bisschen länger als gedacht. Ja, aber trotz der vielen Autos und dass es natürlich so voll ist hier, die Kulisse, die belohnt schon, das kann man schon mal machen. So, weiter geht's, ab in die Abfahrt. So, wieder runter auf 1859 Meter. Mein Rad steht sicher am Schneeschieber. So, dann fahre ich jetzt mal die letzten 600-700 Höhenmeter berghoch. So, zurück am Hochtor. Ich fahre jetzt hier einfach hier durch. Mm-hmm.
So, knapp 3400 Höhenmeter. Ich bin jetzt hier am Fuscher Törl nochmal auf 2420 Meter Höhe. Und ja, endlich geschafft. Jetzt muss ich eigentlich fast nur noch bergab. Roundabout 6 Stunden unterwegs, 84 Kilometer auf dem Tacho. Dann fahren wir jetzt mal weiter. Ich glaube, ich ziehe noch mal kurz eine Jacke an. Die muss ich aber zwischendurch ausziehen, weil irgendwo ab 1800 Metern wird es richtig heiß. So, ich bin zurück in Piesendorf und wie entspannt das ist hier ohne Autos. Diese Anfahrt nach Bruck ist der Knaller. Macht richtig Spaß. Das ist nochmal schön so am Ende der Fahrt. Keine Abgase mehr, keine Lautstärke mehr, keine lauten Motorräder. Dafür aber sehr, sehr lustige Schilder. Ja, und leider muss ich jetzt nochmal berghoch da hinten. Da muss ich noch hin. Ja, 1-200 Höhenmeter. Dann mal schnell weiter und dann ins Freibad zur Familie fahren. So, ihr Lieben, vielen Dank fürs Begleiten, vielen Dank fürs Zuschauen. Ja, beeindruckende Kulisse natürlich da oben, aber, ein ganz großes Aber, ich glaube, ich fahre die in diesem Urlaub, wir sind jetzt 2 Wochen hier, nur einmal. Bin auch froh, dass ich es jetzt gemacht habe, weil man muss da oben gewesen sein, aber so richtig schön mit dem Verkehr ist es oft wirklich nicht. Also ich habe auch, am Ende ging es, weil es sich so ein bisschen verteilt hat, gerade wenn man dann oben gekommen ist, dann, aber trotzdem, dann kamen immer 5, 6, 7 Autos an einem vorbei. Aber unten, gerade als dieser Stress mit dieser Mountstation und die Leute so ein bisschen ungeduldig da hoch wollten und eng überholt haben, obwohl Gegenverkehr war, oben im Tunnel, ich hatte mal eine Kamera laufen, ich weiß nicht, ob man das gesehen hat, fährt man durch den Tunnel, ich hatte Rücklicht an,
mit Gegenverkehr überholen die Autos. Also das war wirklich, wirklich grenzwertig. Also es ist jetzt ist Ferienzeit, Sommerzeit, kann man nicht ändern. Es ist ein Wochentag, Wochenende ist wahrscheinlich noch schlimmer. Ja, man kann morgens um 6 losfahren und was ich eben gesehen habe, man könnte vielleicht auch nachmittags losfahren, weil jetzt ist natürlich berghoch nicht viel los. Wenn man jetzt von Fusch aus hochfährt, ist es wahrscheinlich ganz entspannt. Trotz alledem natürlich ja ein Erlebnis, was man nicht, ja, muss man mal gemacht haben. Definitiv cool. Ich bin auch richtig kaputt jetzt, also waren insgesamt ja nicht ganz 3500 Höhenmeter, 45 Höhenmeter fehlten, aber trotzdem eine krasse Tour und ja, den Großglockner ohne Wolken zu sehen, ist auch selten der Fall. Also war auch wirklich ein Tag mit tollem Wetter. Ich glaube, es ist auch leerer, wenn man bei schlechtem Wetter losfährt. Kann man natürlich auch planen. Wäre jetzt nicht so mein Ding gewesen, zumindest jetzt nicht so im Urlaub. Ansonsten hat alles gut geklappt. Der Akku von meinem Umwerfer ist erst hier in Biesendorf, also da, wo ich untergekommen bin, alle gegangen. Das heißt, ich musste kurz den hinteren Akku nach vorne stecken, um aufs kleine Blatt zu schalten und wieder zurück. Ja, das passiert auch im Profi. Akku nicht geladen. Sehr toll. ja, kleines Feedback zum Everse-Sattel mit diesem E-Zero. Also nach 7 Stunden im Sattel, ein bisschen was merkt man, aber ich habe nicht das Gefühl, dass irgendwas aufgescheuert ist. Das erste Positive ist zumindest schon mal, dass man sich nicht in so einer feuchten, salzigen Windel sitzend fühlt. Ansonsten, ja, das ist vielleicht auch so der Hauptvorteil. Ne? Ansonsten sehe ich jetzt noch nicht so den großen Unterschied. Ich finde es aber bemerkenswert, dass ich keine größeren Probleme habe als mit einer gepolsterten Hose. Das ist schon mal ganz gut. Die werden wir auch irgendwann ins Sortiment nehmen, aber das dauert noch ein bisschen wegen Lieferbarkeit und so weiter. Das wird es dann erst im nächste Saison, im Frühjahr wahrscheinlich geben bei uns. Sonst gibt es noch zu sagen, dass ja, die Höhenmeterangabe von der Chorus zum Bolt ziemlich genau war, fast 1:1. Na gut, hier habe ich jetzt 3587, also 100 Meter bei der Uhr. Kleine Abweichung, ansonsten war der Bolt immer an den Kehren, konnte ich es ja immer ablesen und die aktuelle Höhe auf dem Display ablesen. Der Bolt war immer ziemlich genau, also fand ich zumindest bemerkenswert. Hätte ich so jetzt auch nicht gedacht. Meistens hat man ja so 50 Meter Abweichung, aber manchmal war es wirklich auf den Meter genau, manchmal nur so 2-3 Meter. Ist auch ganz interessant für euch vielleicht. Ja, mehr gibt es eigentlich auch nicht zu sagen. Also, must go. Hochalpenstraße muss man gefahren sein. Und dieses eigentlich auch das alles, was ich gesehen habe, sollte man alles abfahren. Das heißt, ruhig so eine lange Tour planen. Und wenn es einen ganzen Tag dauert, ist auch gut. Man kann ja zwischendurch Pause machen. Verkehr ist so lala. Aber das war letztes Jahr, oder wann war das? Vorletztes Jahr, als ich das Timmelsjoch gefahren bin, gibt es auch ein Video zu, was ähnlich doof. Und irgendwie hat mir erzählt, das Timmelsjoch haben sie für Radfahrer jetzt gesperrt. Also weiß nicht, ob das einer bestätigen kann. Ist auch irgendwie blöd. Also die Autos zu bevorzugen gegenüber den Radfahrern, auch komisch. Ich fand das Stilfzeichen auch tatsächlich viel, viel entspannter als hier den Glockner. Da war zwar auch Verkehr, aber irgendwie hat sich das oben, war das ja nicht mehr so viel. Wahrscheinlich, weil es auch, ja, man weiß es nicht, weil es halt nicht so viele Sehenswürdigkeiten gibt da oben. Hier gibt es ja den Gletscher und so weiter. Da sind ziemlich viele, ja, Touristen, Sehenswürdigkeiten. Ich war da natürlich auch schon mal mit dem Auto oben. Das ist schon ganz cool da. Ja, so viel also zum Großglockner. Ich habe oft die Kamera angemacht, wenn wenig Autos da waren. Ich konnte auch unterwegs nicht in die Kamera reinsprechen, weil es immer laut war. Ich hoffe trotzdem, dass es ein schöner Film geworden ist. Hinterlasst mir einen Daumen. Und wenn es nur dafür ist, wenn der Film blöd ist, dafür, dass ich diese Strecke geschafft habe. Und dann bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Und jetzt gehe ich erstmal schwimmen.
weltbeste Stativ. Das hat schon mal nicht funktioniert.